Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhaft. So, wir gehen in die zweite Runde für den Jagdflieger. Eigentlich hatte ich schon die Videos fertig geschnitten für die ganze Woche. Und dann kamen ganz viele Fragen und Anfragen, Mensch, kannst du nicht mal dies, kannst du nicht mal das, kannst du nicht mal jenes. Also die erste Frage, die wir einmal, kannst du nicht noch ein paar Karten einblenden, wo das genau ist, wo der Mann gewesen ist. Ich weiß, heutzutage ist das so, dass man alles vorgesetzt kriegt. Ich möchte es aber natürlich noch ein bisschen spannend machen. Deswegen habe ich jetzt bei diesem Jagdflieger keine Karten eingeblendet. Dann ist er da in, in Irgendwo in Holland. Karte wird eingeblendet. Karte. Vielleicht müsst ihr nebenbei mal ein bisschen googeln und gucken, wo das gewesen ist. Mich haben auch viele Leute angeschrieben und gesagt, Mensch, da war ich, da kenne ich und so weiter. Wollen wir mal ein bisschen googeln. Das war das Erste. Also das habe ich nicht verändert. Was aber gefragt wurde, warum wurden so viele ausländische Flugzeugtypen gezeigt. Es geht ja um deutsche Flugzeuge. Habe ich gesagt, okay, habe ich verstanden. Jetzt habe ich also den, die, die Bilder, weil es von dem Rüdiger von Kirchmeier nicht so viele Bilder gibt, auch nicht von seinem Flugzeug. Nochmal das Internet durchforstet und habe auch noch von, von dem Josef noch eine CD gekriegt mit Fotos. Und die habe ich auch ein bisschen zusammengebaut, dass man so den Eindruck kriegen kann: Mehr 109, Focke Wulf, vielleicht mal ein Bombern-Deutscher, dann Flugplatzalltag und solche Sachen. Habe ich das mal ein bisschen zusammengeschnitten, dass man so vielleicht. Ja, noch so ein bisschen besser reinkommen und jetzt kommen natürlich die super Flugzeugspezies unter euch und ich weiß, das werden ja immer mehr, die sich das angucken. Ähm, schlagt mich nicht tot, Luftwaffe ist nicht mein Ding, also nicht so mein Ding, deswegen wenn da jetzt Flugzeuge, die an der Ostfront geflogen sind oder die vielleicht ganz woanders stationiert waren, schlagt mich nicht, für mich ist es ein Flugzeug, mehr 109 passt, soll ja nur ein bisschen den Hintergrund abrunden. So, das dazu. Deswegen ist das nochmal neu geschnitten und diese nächsten Folgen laufen halt mit diesem neuen Hintergrund. Das habe ich für euch nochmal neu gemacht, da bin ich ja gar nicht so. Möchte aber die ganzen Flugzeugleute und der Luftwaffen-Spezies unter euch bitten, so wie meine Kettenleute, also die Leute, die panzeraffin sind, das immer weiter empfehlen. Empfehlt den Kanal gerne weiter, auch in der Luftwaffen-Community, weil ich sehe, da ist Bedarf und ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr immer mehr Kampfberichte, Einsatzberichte, Jagdflieger, Luftwaffe. Hier liegt schon was von FZG 76, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Schlag mich nicht, wenn das tot ist. Äh, Schlag mich nicht tot, wenn das falsch ist. Aber auf jeden Fall die Bombe, die die V1. Psst transportiert haben und naja, ihr kennt die Geschichte. Das ist das nächste große Projekt, was wir hier starten werden. Und da wird noch mehr kommen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn noch mehr Luftfahrt und Luftwaffe, Luftwaffenbegeisterte, ja, mein Gott, was ist denn los? Habt gar keinen Schnaps getrunken? Oder doch? Nee. Äh, Luftwaffenbegeisterte die diesen Kanal finden. Deswegen würde ich mich freuen, empfehlt das gerne weiter, empfiehlt den Kanal weiter. Barkhaft ist nicht nur Kette, wir sind auch an Land, äh, äh, wir sind in der Luft, an Land und auf See unterwegs. So. Bevor ich mich jetzt so weiter verquatsche, noch eine Bitte. Für die, die neu sind auf dem Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr auch ein Abo da Das hilft dem Kanal natürlich in der Sichtbarkeit. Und die, die den Kanal ganz toll finden, würde ich mich freuen, wenn ihr Kanalmitglieder werdet. Mit 199 seid ihr dabei, unterstützt uns, wir können uns Bücher kaufen, wir können uns andere Dinge besorgen, um das noch besser zu machen. Und ihr habt natürlich alles werbefrei für 199. Gut. Bei uns bleiben da natürlich 1,20 über, den Rest holt sich YouTube und Vater Staat, aber ist ja auch egal. Würde ich mich freuen. So, jetzt genug Werbung in eigener Sache, genug gesabbelt. Auch diesen Vorspann seht ihr jetzt die nächsten Wochen immer vor dem nächsten Teil. Ihr könnt es wegklicken, habe ich ja gesagt, ist ja kein Problem. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, steigen wir mal ein mit Rüdiger in die nächste Maschine und schauen uns mal an, was er da so fabriziert. Los geht's. Trotz der fortgeschrittenen Dämmerung noch einmal Motorengeräusch. Wieder zwei und diesmal so nahe, wie vor dem noch keine waren. Mit größter Anstrengung hebe ich noch die Leuchtpistole und drücke ab. Es ist die letzte Leuchtkugel. Die Seenotfahne kann ich nicht mehr halten. Sie hängt am Handgelenk in der immer noch hochgehenden Dünung. Es hat den Anschein, als ob auch diese beiden mich nicht gesehen haben. Sie fliegen unbeirrt weiter und mit ihnen schwindet meine letzte Hoffnung. Eigentlich müsste ich ja schon seit Stunden wissen was mich erwartet, habe aber die Hoffnung dennoch nicht ganz aufgegeben. Nun wird es bald Nacht werden, dann findet mich niemand mehr und ich brauche nicht mehr gegen den Schlaf anzukämpfen. Einsatzbericht Unteroffizier Jennewein vom 15.10.1941 Starte ich um 18:56 Uhr als Rottenführer mit Feldwebel Pfeiffer zum Seenoteinsatz. Wir flogen 310, auf dem mein Rottenflieger um 13:32 Uhr einen Fallschirm gesichtet hatte, als ich rechts voraus eine rote Leuchtkugel erblicke. Nachdem ich auf Gegenkurs gedreht hatte, überflog ich um 19:13 Uhr mit Kurs 132, Höhe 100 Meter, Geschwindigkeit 480 km/h die Stelle, an der ein kleines Seenotschlauchboot trieb. 1924 traf ich bei den nordwestlichsten Häusern von Saint-Aubin auf die Küste und meldete die Position im FT. Aus dem Tagesbericht der vierten Staffel. Auf diese Meldung hin wurde sofort die Seenotstaffel von Cherbourg alarmiert, die eine Maschine zum Einsatz brachte. Infolge der exakten Ortsbestimmung konnte die Besatzung nach kurzer Suche mit dem Bordscheinwerfer im Zielgebiet eine geglückte Wasserung durchführen. 20.22 Uhr wurde ein Flugzeugführer, der in bewusstlosem Zustand in einem Schlauchboot festgebunden war, aufgenommen. Militärlazarett Rouen, 19. Oktober. Irgendwann in der Nacht zum 16. muss ich, umgeben von gleißender Helle, kurz wach gewesen sein. Das war auch die erste Erinnerung, als ich in den darauffolgenden Morgenstunden erwachte und eine Gestalt in weißem Mantel über mich gebeugt sah. Auf meine offenbar reichlich verworrene Fragerei erzählte mir der Weißbemantelte daraufhin, was mit mir geschehen war. Eine Seenotmaschine hat mich aufgefischt, an die Küste gebracht und ein Sanka übergeben. So kam ich hierher und landete mit 28 Grad Körpertemperatur zunächst in einer Art Heiztunnel. Langsam kehrte die Erinnerung zurück und wie zum Beweis, dass ich nicht träume, stellte sich bei mir, bei der ersten Bewegung auch der Schmerz in der Schulter wieder ein. Nach verschiedenen Herz, Lungen, Röntgen und sonstigen Untersuchungen stand fest, nichts gebrochen und auch sonst eigentlich nichts kaputt, aber noch zur Beobachtung bleiben. Gegen Nachmittag ging die Türe auf und herein spazierte der Unteroffizier Jenewein, von einem Ohr bis zum anderen grinsend. Er überreichte mir eine Flasche Cognac mit den Worten: Schöner Gruß von den Kameraden! Gut gegen Erkältungen. Im Übrigen hätte es besser ein bisschen winken können, als gleich den Geist aufgeben. Dann hätte ich wenigstens gewusst, dass sich das Kursfliegen noch lohnt. So habe ich geglaubt, es ist eh schon alles zu spät. Also, der hat mich gefunden. Und dann erzählt er mir von dem Einsatz am 15. und von seiner Seenotaktion. Wie er weiterfliegen musste, um im Augenblick des Überfliegens schon auf genauem Kurs zu liegen. Dass er auch nicht wusste, wer da unten im Wasser lag denn außer mir sind noch zwei nicht zurückgekommen. Kaum eine Maschine hätte es gegeben, die keine Treffer abbekommen hätte. Zwei Bauchlandungen auf dem Platz und eine außerhalb. Erfolge seien auch gemeldet worden, jedoch keine bezeugten Abschussmeldungen. Das Chaos war so perfekt, dass niemand etwas Genaueres sagen konnte. Abends organisierte Peppi dann meine Geburtstagsfeier im Schwesternzimmer mit einigen bekannten Gesichtern, am nächsten Tag fuhr ich mit ihm zurück nach Octeville. 29. Oktober Octeville. Nach einer schlechtwetterperiode ging es am 25. wieder mit dem Flugbetrieb los. Alarmstarts, großenteils ohne Feindsichtung. Nur einmal sind wir im Zuge einer Verfolgungsjagd bis über Dover geraten und dabei kistete ich prompt einen Flaktreffer in der linken Fläche. Wenn aber gut wieder zurückgekehrt, wenn gleich vorsichtshalber nicht quer über den Kanal, sondern auf dem kürzesten Weg zur französischen Küste bei Cap Grinet und dann die Küste entlang. Seltsamerweise hatte ich keine besonderen Angstgefühle, als es zum ersten Mal wieder über See ging. Nur vor dem Start überfällt mich zuweilen eine ängstliche Nervosität bei dem Gedanken, wie schnell so etwas wieder passieren kann. Aber mit dem Abheben vom Boden ist dann alles wie früher. Beim Alarmstart heute Vormittag entpuppte sich die gemeldeten Ziele als Ballons, die abzuschießen großes Vergnügen bereitet. Es handelt sich dabei um höchstwahrscheinlich vom Sturm abgerissene Fesselballons mit langen Stahlseilen daran, die von England herübertreiben. Solche Ballons stehen normalerweise über geschützten Objekten und sollen mit ihren stählernen Halteseilen feindliche Flugzeuge die Flächen abschneiden. Über Teilen von Berlin und über den Leunawerken haben wir so etwas auch. Gefährlich sind sie nur, wenn sie unsichtbar in den Wolken stehen. Als wir schon glaubten, es sei Schluss für heute, gab es noch einmal Alarm für die erste Rotte. Ich flog als Rottenführer mit Bodo, und der Auftrag lautete Sperrflug vor Le Havre gegen gemeldete, unbekannte Flugobjekte. Natürlich dachte ich wieder an Balance. Hatte aber noch nicht 3000 Meter erreicht, als rechts vor und höher als wir zwei Spitfires mit Nordwestkurs gerade die Küste überflogen. Vom Jagdfieber fast, versuchten wir ihn mit Vollgas den Weg abzuschneiden. Es blieb ihm keine Wahl, sie mussten den Luftkampf annehmen. Nach einer ziemlich heftigen, aber eher harmlosen Kurbelei hatte ich den gegnerischen Rottenführer vor mir. Es schien sich um. Relativ unerfahrene Piloten zu handeln. Ein längerer Feuerstoß und er kippte über die rechte Fläche nach unten und schlug unmittelbar darauf wenige Kilometer nördlich unseres Platzes auf. Als der Rauchpilz emporschoß, sah ich, dass auch Bodo ganze Arbeit geleistet hatte. Die zweite Spitfire setzte gerade, eine dicke schwarze Rauchfahne hinter sich herziehend, auf einem Acker unweit des Aufschlagbrandes zur Landung an. Heute muss ich noch an Luli und nach Hause schreiben. Na, mehr als 14 Tage habe ich schon nicht mehr geschrieben. Fünf unbeantwortete Briefe von Luli und sie beklagt sich sehr über meine Schreibfaulheit. Auch meine Eltern hätten sie schon gefragt, was mit mir los sei. Nun kann ich die Briefschulden nicht mehr weiter vor mir herschieben. Es war ja auch nur, weil ich nicht recht wusste, ob oder ob nicht ich ihnen beichten soll, was mir widerfahren ist. Ich habe mich entschlossen, es nicht zu erwähnen. Lieber schildere ich die Spitfeier von heute, das wirft ein besseres Licht auf mich, als zugeben zu müssen, dass ich so blöd war, mich abknallen zu lassen. Außerdem würden sich die daheim nur unnötig Sorgen machen, und ich bin ja schließlich wieder da. Meine Tagebuchaufzeichnung und den dienstlichen Erfahrungsbericht darüber kann ich meinem Vater mitbringen, wenn ich zu Weihnachten vielleicht doch in den Urlaub fahre. Es wäre ja zweifellos angebracht, wenn wenigstens er erfährt, wie dünn das Eis wirklich ist, auf dem meine Mir kann eh nichts passieren Briefe entstehen und wie schnell man da auf Nimmerwiedersehen einbrechen kann. 17. November Abgesehen von wiederholten Unterbrechungen durch Schlechtwetter war in den letzten Tagen einiges los. Alarmstarts mit und ohne Feindberührung, einmal recht harte Luftkämpfe mit zahlenmäßig weit überlegenen Verbänden, doch mit viel Glück Kamen alle von uns mit heiler Haut davon. Heute müssen wir von Saint-Omer aus Begleitschutz für einen Gleitzug von Handelsschiffen fliegen und dabei kam es zu einem Scharmützel mit Hurricanes und einigen Spitfires. Ohne Abschüsse, aber den Geleitzug mussten sie in Ruhe lassen. Vor zwei Wochen sind wir drei Oberfähnriche, Bodo, Wolf und ich, zu Leutnants befördert worden und mir hat man dazu auch das EK2 an die Brust geheftet. Ein Anlass mehr, neid erfüllt, auf die Jagdflieger an der Ostfront zu blicken, die die Russen reihenweise vom Himmel pflücken und damit astronomisch anmutende Abschussziffern erreichen. Als kleinen Trost für uns hat man in jüngster Zeit den Ordensregen dort drüben ein wenig eingebremst, indem in der Wertigkeit fünf Russen einem Engländer gleichgesetzt wurden. Mit der Zerschlagung der Sowjetunion scheint es doch nicht ganz so geklappt zu haben, wie der Führer verkündet hat. Man hört immer wieder von Gefechten, wenn auch nur von siegreichen. Und an Sondermeldungen über Erfolge der Luftwaffe mangelt es auch nicht. Dafür ist es auf dem nordafrikanischen Kriegsschauplatz merklich stiller geworden. Vorige Woche geschah es auch, dass uns Peppi Jennewein auf höheren Befehl verlassen musste um sich daheim auf die Weltmeisterschaften vorzubereiten. Er ist sehr unwillig abgezogen, wollte viel lieber hier bleiben und weiter mit uns fliegen. Er meinte, dreifacher Weltmeister würde ihm genügen, und wenn er es wieder werden sollte, könne er im Hinblick auf das reduzierte Teilnehmerfeld ohnehin nur zum Halbweltmeister reichen. Könnte er auch hier haben, nicht einmal schier bräuchte er dazu, nur die Konkurrenz wäre größer. Von Luli kommen beinahe täglich liebe lange Briefe und ich glaube, es wäre eine große Enttäuschung für sie, könnte ich Weihnachten wieder nicht auf Urlaub fahren. So wie es zurzeit aussieht, dürfte es aber schon möglich sein. Die Urlaubsanteilung ist zumindest schon getroffen. Eine Hälfte der Flugzeugführer soll über Weihnachten, die andere über Neujahr gehen. Das sind einmal fünf und einmal vier. Mehr sind wir nicht mehr, nachdem der Peppy nun auch weg ist. Oberleutnant Singh kürzlich berichtete, sollen dem Vernehmen nach die Verbände hier am Kanal nicht aufgefüllt werden. Der gesamte Nachschub wird in den Osten geschickt. Wenn ich bedenke, dass wir in den zwei Monaten, die ich nun bei der Staffel bin, von 17 auf 9 Flugzeugführer zusammengeschmolzen sind, ist unschwer auszurechnen, wann die letzte Maschine von hier starten wird. 11. Dezember 1941, es ist amtlich. Ich fahre am 25. auf Urlaub. Und nach menschlichem Ermessen kann nichts mehr dazwischen kommen. Eine Schlechtwetterfront ist eingetroffen und alle Prognosen lassen darauf schließen, dass sich in nächster Zeit daran nicht viel ändern wird. Nachdem mir also bis jetzt nichts passiert ist, kann ich berechtigte Hoffnung hegen. Einmal in den letzten Tagen gab es zwar noch eine recht heikle Situation, als unser Schwarm mit zu Ende gehendem Kraftstoff auf dem Rückflug in einen Luftkampf mit 25 Spitfires und Hurricanes verwickelt wurde. Und das auch noch ziemlich weit über See. 4 gegen 25, wir kamen alle Heil zurück. Heute Morgen hatte ich noch einmal Glück. Gar nicht weit vor Le Havre erwischte ich in 4000 Meter Höhe über See einen einzeln fliegenden Bristol Blenheim Bomber, der mit Kurs England vergeblich zu entkommen versuchte. Mit hoher Annäherungsgeschwindigkeit eröffnete ich schon auf 150 Meter Distanz das Feuer, ein Herzschlag zu früh für sein Bordschützen. Ihr Abwehrfeuer lag dadurch ungenau und blieb wirkungslos. Aus dem rechten Motor schoss eine Stichflamme und die Maschine kippte steil nach unten. Keine Fallschirme. In Steilspiralen stürzte der Bombe ins Meer. Einmal mehr hatte die See einige Opfer, die sie nicht mehr hergeben musste. 13. Dezember. Übermorgen geht es unwiderruflich auf Heimaturlaub. Damit er entsprechend nahrhaft ausfallen möge, haben wir schon vor einigen Tagen bei einem der umliegenden Bauern einen ganzen Ochsen organisiert, ohne indes konkrete Vorstellungen, über dessen weitere Verarbeitung zu besitzen. Die Rettung kam in Gestalt des Hauptfeldwirbel Pampus, seines Zeichens Spieß der Staffel und wie er behauptete, vom Zivilberuf Herr Metzger. Wo denn das Vieh sei, wollte er wissen, und wir bedeuteten ihm, der Bauer sei auch schon unterwegs damit. Und dann kam es und wir machten große Augen. Anstatt eines Wagens mit einem toten Ochsen darauf, zog der Bauer einen durchaus lebendigen an einem Strick hinter sich her. Zwar nicht sehr groß, doch unübersehbar im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte. Da war nun guter Rat teuer. Bevor wir uns über die Tötungsart einigen konnten, versuchten wir noch unsere Reitkünste an der Longe. Was in dem armen Tier offenbar falsche Hoffnung weckte. Von Runde zu Runde wurde es übermütiger. Schließlich übernahm doch der Spieß, figürlich dem Ochsen nicht unähnlich, das Kommando, griff nach einem eiligst herbeigeschafften Beil und schlug dem Tier gekonnt den Schädel ein. Wie vom Blitz getroffen, ging es zu Boden und zugleich begann der Meister vor unseren staunenden Augen mit der fachgerechten Zerlegung. Jeder Flugzeugführer erhielt ein angemessenes Stück zum Mitnehmen und auch Bodenpersonal und Casineküche kamen nicht zu kurz. 15. Dezember 1941 mit vier anderen Offizieren in einem Abteil erster Klasse im Zug Richtung Heimat. Vorsorglich eingedeckt mit Zeitungen und Zeitschriften aller Art, um Ungeduld und vorauseilende Sehnsucht besser verkraften zu können. Auch die beiden letzten Nummern der in der Schweiz erscheinenden und auf unerklärlichen Wegen regelmäßig zu uns gelangenden Inter-Avia habe ich mitgenommen. Aus dem, was da in und zwischen den Zeilen steht, versuche ich mir ein Bild der allgemeinen Lage zu verschaffen. Schon lange gab es dazu keine Muße mehr, und so entzündet sich das Interesse an Ereignissen, die ich über dem uns unmittelbar betreffenden Kriegsgeschehen nicht beachtet oder einfach übersehen habe. Dass der Feldzug im Osten durchaus die harten Bedingungen des russischen Winters manch unliebsame Verzögerung erlitten hat. Bilder von im Schlamm steckenden Fahrzeugkolonnen und Loblieder auf den fanatischen Widerstand beider Seiten verdeutlichen die Lage. Einer meiner Mitreisenden, ein Hauptmann des Heeres, sieht, was ich in den Händen habe und fängt zu erzählen an. Er kam vor einer Woche von der Front vor Leningrad und es sehe wirklich so aus dort. Wo man nicht bis zu den Radnamen im Dreck versinkt, herrscht eine Kälte, wie sie schon 1812 Napoleon zum Verhängnis geworden ist. Zum Unterschied zu damals hat der Führer aber jede operative Rückzugsbewegung verboten, obwohl unsere Truppen für die Kälte ungenügend ausgerüstet sind. Das erklärt auch wiederholte Bemerkungen aus Briefen von zu Hause über Aufrufe an die Bevölkerung zur Spende warmer Kleidungsstücke für die Soldaten an der Ostfront und den Eifer, mit dem sie daheim Socken und Handschuhe strecken. Ein weiteres Ereignis, welches meinen Blitzkrieg glauben, leicht ins Wanken bringt. Mit einem minutiös geplanten Überfall auf die amerikanische Flotte in Pearl Harbor haben die Japaner am 7. Dezember einen Seekrieg gegen die USA und Großbritannien eröffnet. Der Erfolg dieses Erstschlages war für die Amerikaner ein Debakel. Nicht weniger als acht Schlachtschiffe, drei Kreuzer, drei Zerstörer, einige Hilfsschiffe und ein Großteil der auf Hawaii stationierten Air Force Maschinen sowie die Hälfte der Marineflugzeuge wurden vernichtet. Mit dem Abschluss eines militärischen Beistandpaktes zwischen dem Reich und Japan hat der Führer am 11. Dezember den USA den Krieg erklärt. Mussolini hat sich dieser Kriegserklärung angeschlossen. Andererseits hat Großbritannien mit der Kriegserklärung an Finnland, Ungarn und Rumänien aufhorchen lassen. Nach einer monatelangen Kampfpause hat eine britische Offensive gegen die deutsch italienischen Truppen vor Tobruk wieder für Bewegung auf dem nordafrikanischen Kriegsschauplatz gesorgt. Kurzum, der Krieg hat Ausmaß angenommen, die die des Weltkrieges 1418 bereits übertreffen und somit erscheint ein baldiges Ende ziemlich unwahrscheinlich. Was sich in allen besetzten Gebieten recht unangenehm bemerkbar macht, ist die Partisantätigkeit. Wir in Frankreich sind mit der Resistance konfrontiert. Sie hat zwar keine operative Bedeutung, zwingt hingegen zu weitreichenden Vorsichtsmaßnahmen. So besteht ein Befehl, demzufolge es strikt verboten ist, alleine auszugehen. Es darf stets nur die Straßenmitte benutzt werden und die Pistole ist schussbereit zu tragen. Grund dafür sind Fälle von Säureattentaten seitens entgegenkommender Passanten, die Wehrmachtsangehörigen im Vorübergehen Salzsäure ins Gesicht geschüttet haben. Besonders gefährdet sind in dieser Hinsicht die Küstenstädte und Paris. Die Versorgung der Partisanen mit Waffen aller Art funktioniert recht gut, nur landen die meisten davon in unseren Arsenalen. Und das geht so. Nächtens bringt ein Flugzeug im Tiefflug, für unsere Geräte nicht erfassbar, Kirstenweise, Maschinenpistolen, Munition usw. So aus England zur französischen Küste und wirft sie an geheimen, von der Resistance mit Lichtern markierten Stellen ab. Von unserer Abwehr umgedrehte Resistanceleute und potenzielle Verräter melden Ort und Zeitpunkt der Abwürfe an unsere Abwehrleute. Rechtzeitig ist dann die Militärpolizei zur Stelle, verhaftet das Übernahmepersonal und nimmt die Waffen in Empfang. Das funktioniert schon seit geraumer Zeit so und wird hoffentlich noch eine Weile weiterlaufen. Denn insbesondere die Maschinenpistolen sind bei unseren Soldaten im Osten sehr beliebt. Sie sind äußerst primitiv gebaut und haben, im Gegensatz zu unseren hochentwickelten Geräten, den unschätzbaren Vorzug, auch in total verdreckten Zustand noch einwandfrei zu schießen. Nach 32 Stunden Fahrt erreicht der Zug endlich den Westbahnhof und weil ich keine Ankunftszeit angeben konnte, ist auch niemand da, mich abzuholen. Das ist mir nicht unangenehm, ruft doch die lange Straßenbahn- und Autobusfahrt nach Klosterneuburg mit jedem Atemzug. Alte Erinnerung wach und steigert die Vorfreude auf das Heimkommen. 27. Dezember 1941. Ich sitze wieder in einem 1. Klasse-Abteil. Nur fährt der Zug diesmal in umgekehrter Richtung nach Paris. Was dazwischen liegt, waren unvergesslich und unvergleichlich schöne Tage. Über dem gleichmäßigen Takt, den die Räder auf den Schienenstößen schlagen, fühle ich mich einsam und unglücklich, versuche den Krieg und überhaupt alles, was mich daran hindert, bei Luli bleiben zu können. Und dabei weiß ich natürlich ganz genau, dass es müßig ist, solche Gedanken zu wälzen. Vielleicht spielt auch eine undefinierbare Art von Besorgnis mit, wie ich sie hin und wieder schon während der Urlaubstage empfunden habe. Früher war eben alles viel einfacher. Da war sie ein unberührtes Mädchen von sechzehn Jahren und ich wusste, sollte es mich einmal erwischen, dann würde sie relativ schnell darüber hinwegkommen und bald einen anderen finden. An Verehrern hat es ihr ja nie gemangelt. Jetzt ist sie zwar immer noch, was sie war, nur 14 Tage älter, aber es hat sich doch so viel geändert. Aus einem Miteinandergehen ist eine Beziehung geworden, aus der vage Vorstellung von Verantwortung und Verpflichtung resultieren, von denen ich wiederum nicht recht weiß, wie damit umzugehen ist. In München steigen drei meiner Staffelkameraden zu, der Leutnant Neu, der Leutnant Steller und der Oberleutnant Bauer, deren Urlaub nun auch zu Ende ist. Das gibt reichlich Gesprächsstoff und lenkt ab von fruchtloser Träumerei. Jeden drängt es, aus übervollem Herzen von zu Hause zu erzählen und jeder weiß auch von Urlaubern aus dem Freundeskreis und deren Erlebnissen, von anderen Fronten zu berichten. Nach mehrstündigem Aufenthalt in Paris geht es weiter mit dem Zug nach Le Havre und Octeville, wo bereits die nächsten Urlauber abreisebereit warten. Wir hätten nichts versäumt in der Zeit unserer Abwesenheit, das anhaltende schlechte Wetter hätte auch den Tommy zu einer Ruhepause gezwungen. 9. Januar 1942. Die Tage seit unserer Rückkehr vom Urlaub sind zum Großteil ohne die üblichen. Festivitäten vergangen. Zum Ausgehen hatte auch keiner so richtig Lust. Die Urlaubseindrücke waren noch zu wach in Erinnerung. Nicht einmal zum Jahreswechsel konnten wir uns zu mehr als ein paar Flaschen Sekt aufraffen. Dafür habe ich einen sehr langen Brief an Luli geschrieben. Anhaltende Bodennebel hielten uns auch die ersten Tage des neuen Jahres auf dem Boden fest. Und so saßen wir im Bereitschaftsraum herum und diskutierten den ganzen lieben langen Tag über Gott und die Welt. Der Oberleutnant Bohatsch, der Oberleutnant Bauer, der Leutnant Seller, der Leutnant Neu und ich, alle derzeit verfügbaren Flugzeugführer der Staffel. Bevorzugte Themen neben der Pflegerei und Krieg, Politik und Religion. Ich habe mir nie Gedanken über Weltanschauung oder religiöse Vorstellungen meiner Kameraden gemacht und daher umso erstaunter, ein Höchstmaß an Übereinstimmung feststellen zu können. Über Politik zu sprechen ist im Offizierkorps im Allgemeinen nicht üblich, aber wir scheuten uns keineswegs auch darüber zu diskutieren, was wir für gut und was wir für schlecht hielten. Unterschiedliche Auffassungen hingegen waren wir, in unserer Meinung, über die Aussicht auf einen baldigen Endsieg. Während Seller vehement den Standpunkt vertrat, es könne nunmehr wenige Monate dauern, waren wir anderen doch etwas skeptischer. Zu viele Wenns und Abers verstellten diese Aussicht. Seller berief sich dabei auf Urlaubsgespräche mit einem Jugendfreund, der an der Luftwaffen-Erprobungsstelle Pinemünde tätig ist. Dort sei man mit bahnbrechenden Neuerungen beschäftigt, die die bisherigen Kenntnisse über die Luftkriegsführung auf den Kopf stellen würden. Eine erfreuliche Abwechslung in unserer Warterei war ein Kurzbesuch von Peppe Jennewein. Die Skiweltmeisterschaften waren abgesagt worden und er kam mit einem eingegipsten Arm, den er sich beim Training gebrochen hat. Leider konnte er nur kurz bleiben, weil er weiter musste zu einer Ergänzungsgruppe, von wo er nach Ausheilung in den Osteinsatz kommen soll. Der Abschied von meinem Lebensretter ging scheinbar nicht nur mir sehr zu Herzen. Erst am Dreikönigstag kam ich wieder zum Fliegen und tags darauf galt es einen, vom Jagdgeschwader 26 zu suchen, der irgendwo vor San Omer ins Meer gefallen war. Verständlich, dass ich mich mit besonderem Eifer an der Suche beteiligte, konnte mich doch nur zu gut in die Lage des armen Teufels versetzen. Vergeblich, er wurde nicht mehr gefunden. Heute Mittag Alarmstart auf einen westlich von Le Havre einfliegenden größeren Verband. Wir starteten alle fünf in unorthodoxer Formation, ein reiner Offiziersschwarm in Übergröße, 5 statt vier. Nach Erreichen einer Höhe von 5000 Meter bekommen wir im FT die Meldung durch, es handele sich um ausfliegende Jagdbomber im Raum östlich Caen. Und kurz darauf sehen wir sie, weit links vor uns und etwa 200 Meter tiefer als wir, zwölf Hurricanes auf Nordkurs. Wir greifen sofort an und gleich beim ersten Anflug trudelt eine von Bohatsch in Brand geschossene Maschine ab. Kurz danach gelingt es mir, eine weite Hurricane in einer Linkskurve auszukurven und mit zwei Längen Vorhalt durch meine Feuergabe fliegen zu lassen. Sie zeichnet sofort mit weißer Ölfahne kurvt weiter und geht unvermittelt in eine Rechtskurve über, wobei sie mir direkt ins Visier kommt. Ein neuerlicher Feuerstoß besiegelt ihr Schicksal. Zu dem Weißen gesellt sich schwarzer Qualm, die lenke Tragfläche bricht weg. Sie kippt ab und schlägt südwestlich Kahn auf. Auch Leutnant Neu bezwingt noch einen Gegner, worauf wir zu dritt den Platz vor der Landung wackelnd überqueren können. 13. Januar 1942 Militärlazarett Rom. Es ist noch nicht lange her, dass ich dieses Gebäude verlassen habe, nur bin ich diesmal nicht bewusstlos in einem Sanka, sondern in einem Pkw angereist. Es hat mich nämlich schon wieder erwischt. Vorgestern am frühen Vormittag wurden wir, erstmals wieder in voller Stärke, über See in einen Luftkampf mit 60 Spitfires verwickelt. In fast 9000 Meter Höhe trafen wir auf den Feindverband, der sich annähernd auf gleicher Höhe befand. Ohne zu zögern kurfte Oberleutnant Zink direkt auf den Pulk zu, dessen Führer das Gleiche im Sinn zu haben schien. So rasten die beiden Verbände direkt aufeinander zu, wir elf gegen ca. sechzig andere mit einer summierten Geschwindigkeit von mindestens 1200 km/h. Wie unter höherem Zwang eröffneten plötzlich alle zugleich auf eine geschätzte Distanz von fünf bis sechshundert Metern das Feuer. So viel Leuchtspur gleichzeitig hat der Himmel sicherlich noch nicht oft erlebt, und so wenig Erfolg bei so viel Munitionsverbrauch auch nicht. Wir rasten zwischen den Feindflugzeugen hindurch, keiner wagte zu kurven, und kaum war der Spuk vorbei, entwickelte sich in dem Bestreben möglichst schnell hinter einen Gegner zu gelangen, ein grandioser Luftkampf. Kondensfahren an den Flächenenden fast aller Maschinen, Zeugten von extremster Kurvenbelastung, allenthalben überzogen und abtrudelnde Flugzeuge, erste Rauchfahnen getroffene. Vergeblich der Versuch, eine vor mir fliegende Spitfire auszukurven. Die Leuchtspur verlor sich hinter ihr im Nichts. Es hat nicht gereicht für den nötigen Vorhalt. Plötzlich vor mir und von unten kommt eine Gabel-Leuchtspur und der da feuerte. Musste meine durch die enge Kurverei stark abfallende Fahrt überschätzt und einen viel zu großen Vorhalt gewählt haben. Mehr vor Schreck, denn aus Wahrnehmung der Situation, löste ich die Waffen gerade in dem Moment aus, als die Spitfire unmittelbar vor mir groß im Revi auftauchte. Es sah aus, als ob zehn Handgranaten auf einmal im Rumpf des Gegners explodierten. Noch wie gebannt auf die zerberstene Maschine starrend, kippte ich selbst in einer unkontrollierten Trudelbewegung aus meiner Flugbahn. Ich hatte überhaupt nicht mehr auf die Geschwindigkeit geachtet, Strömung abgerissen, Absturz. Nur in dieser Höhe nicht weiter tragisch. Rasch war die 109 wieder unter Kontrolle gebracht, aber viel an Höhe war dabei verloren. Unweit vor mir, an einer dünnen Rauchfahne hängend, stürzten die Reste der Spitfire dem Meer entgegen und weiter oben kam gleich einem Welkenblatt ein Flächen oder Leitwerksteil herabgeschaukelt. Von dem anderen Gegner, der sich mein Angriff so geschickt entzogen hatte, keine Spur. Unsere Staffel verzeichnete bei diesem Einsatz keine Verluste, zwei Bauchlandungen auf dem Platz ausgenommen, aber vier Abschüsse. Am späteren Nachmittag nochmals Alarmstart in Schwarmstärke. Zwischen Dieppe und Calais auf sehr hochfliegende Aufklärer Vermutlich mit Jagdschutz sollten wir achten. Noch im Steigflug begriffen und dicke Kondensstreifen hinterherziehend, stießen völlig unvermutet feindliche Jäger auf uns herunter. Sie kamen offenbar aus trockneren Luftschichten, weshalb sie gegen den tiefblauen Himmel unbemerkt blieben, bis sich auch hinter ihnen die verräterischen Kondens bildete. Dann ging wieder einmal alles sehr schnell. Es waren sechs Spitfires und allesamt keine Anfänger. Sie verstanden es exzellent, ihre geringfügig zahlenmäßige Überlegenheit auszunutzen und den Vorteil der engeren Kurvenradien gegenüber unserer höheren Geschwindigkeit voll auszuspielen. Ein Gewehr ineinander verschlungener Kondensfahnen überzog den Himmel, als ich plötzlich einen Schlag verspürte, der mir den Steuerknüppel aus der Hand schlug. Der Griff danach ging ins Leere, er war nicht mehr da. Stattdessen blickte ich, auf ein total demoliertes Instrumentenbrett, meinen zerfetzten rechten Pelzstiefel und ein großes Loch rechts neben mir im Plexiglas der Kabinenhaube. Da gab es nichts mehr zu überlegen, zumal auch noch öliger schwarzer Qualm jede Sicht nahm. Aussteigen. Es gelang nicht, die Kabinenhaube abzuwerfen. Ich stürzte in steilem Winkel nach unten viel zu schnell. Bei so überhöhter Geschwindigkeit kann man nicht aussteigen, und ohne Steuerknüppel auch nichts abfangen. Die Trimmung. Sie schien noch intakt und ich kurbelte auf extrem schwanzlastig. In dem Maße, in dem die Flugbahn flacher wurde, presste mich die Zentrifugalkraft in den Sitz. Mit übermäßiger Anstrengung rüttelte ich weiter an der Haube, bis ich bemerkte, dass ein Einschuss unterhalb der Dichtung die Blechverkleidung aufgebördelt und den Rahmen des Plexiglases verklemmt hatte. Mit dem Lauf der Leuchtpistole war es möglich, das Blechstück zu verbiegen, worauf die Haube wie von Zauberhand mit einem Knall davonflog. Aber hinaus konnte ich trotzdem nicht. So stark wurde ich von neuem in den Sitz gedrückt. Ich hatte den Zeitpunkt nach dem Abfangen und vor dem Abkippen in einen neuerlichen Sturzflug verpasst. Nur geringere Fahrt und nachlassende Zentrifugalkräfte könnten das Aussteigen möglich machen.